Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem Kanal 360 Football. Wir sind Personal Trainer im Bereich Fußball in der Schweiz. Wir haben schon einige Nachwuchstalente trainieren können und machen außerdem auch Trainingsvideos hier auf YouTube und Instagram. Und ja, wir konnten schon vielen Fußballern helfen. Ich glaube, mittlerweile folgen uns 150.000 oder so. Auf jeden Fall, unser Ziel ist es, euch oder dir zu helfen, ein besserer Fußballer zu werden. So, jetzt kommen wir zum Videoinhalt. Zuerst machen wir ein Tutorial, was uns Lauro gefragt hat in seinem Video. Und danach gibt es ein Bewertungssystem. Ja, wichtig, zuerst sein Video schauen, ist oben rechts verlinkt. Und ja, ich würde mal sagen, fangen wir an mit dem ersten Skill von mir und dann ist Nick dran. Let's go! Schritt Nummer 1. Ihr lupft den Ball nach vorne und mit dem anderen Fuß springt ihr. Macht diesen Bewegungsablauf wirklich einige Male, damit ihr Routine bekommt. Schritt Nummer 2. Ihr streckt euer Bein gerade durch und spielt den Ball über euch. Wichtig bei diesem Skill sind es wirklich zwei Berührungen, die ihr machen müsst, damit dieser Skill wirklich so aussieht. Als zweites Tutorial haben wir uns eine technische Übung überlegt, und zwar den Jonglier-Rundlauf. Und wir haben ihn in drei Teile eigentlich aufgeteilt, damit ihr die Übung schön aufbauen könnt. Und bei der ersten Übung geht es einfach darum, mit dem Fuß zu jonglieren und dann ab und zu mal mit dem Oberschenkel. Und dann kommen wir zur zweiten Variation. Dort immer zweimal mit dem Fuß und dann einmal mit dem Oberschenkel. Und dann die letzte Variation, der eigentliche Skill oder die eigentliche Übung, ist dann eben der Rundlauf, wo ihr abwechslungsweise rechter Fuß, linker Oberschenkel, rechter Oberschenkel, rechter Fuß und so weiter. Und wiederholt das so oft es geht und macht den Rundlauf. So Leute, das waren unsere zwei Tutorials. Jetzt kommen wir zum lang ersehnten Bewertungssystem. Mal schauen, was Lauro drauf hat. Also. Willkommen meine Damen und Herren, zum Bewertungssystem von Strikers Lauro. Aus diversen Quellen haben wir gehört, dass er ein richtiger Holzfuß ist und heute möchten wir genau diese Frage klären. Für die erste Disziplin muss ich direkt meinen ersten Joker ziehen. Humle, komm mal her, Bruder. Humle, was ist mit dir? Schon bei der ersten Übung ein Joker gezogen, ist auf jeden Fall etwas kritisch, aber souverän gelöst. Der erste Punkt geht an dich. Danke, Bruder. Der Anfang mit dem Skill, natürlich unglaubliche Performance, muss man sagen. Der erste Schuss auch richtig top. Aber leider, der zweite hat alles versaut. Latte reicht nicht und darum gibt es 0 Punkte. Bruder, ist das dein Ernst? Was ist das für ein Trick? Boah, das wird schwer. Das wird schwer. Ja, Lauro, da du eigentlich ein El Brasileiro Ronaldinho Gaucho bist, musst du den Skill eigentlich beherrschen. Zeige ich euch mal, wie ich das jetzt im Spiel machen würde. Auf jeden Fall eine super Lösung. Bekommst von uns einen halben Punkt. Diese Übung sollte ich drauf haben. Dank deinen Mathematikkenntnissen hast du die Übung natürlich ganz einfach meistern können. Ja, daher einen Punkt. Das waren die drei Male, wenn ich mich nicht verzählt habe. Vergebt mir, falls ich mich doch verzählt habe. Ich hatte in Mathe immer eine 4 oder eine 5. Bestenfalls eine 4. Ich mache einfach einen eigenen Freestyle, er wird lange nicht so gut sein, aber ich werde schon irgendwie was rauszaubern. Skill, muss man sagen, ist deutlich ausbaufähig, aber wow, dieser Schuss. Bin wirklich sprachlos, nicht von dieser Welt. Bekommst von uns wirklich 1,5 Punkte. Mission Impossible, aber dafür mache ich was anderes. Dafür mache ich was anderes. Ja, vom Skill her würde mir mal sagen, einen halben Punkt. Wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Der Plank, keine einfache Übung. Aber ja, leider hat es nicht ganz gereicht für die 6 Punkte. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, krank. Haut da noch Liegestütze raus, ich bin sprachlos. Also, wenn man danach geht,
Boom, getrainiert wie eine albanische Baustelle. Er ist brutal getrainiert, wie eine Maschine, Traktor, Panzer. Und somit holt er in den letzten halben Sekunden noch den entscheidenden halben Punkt. Krass, Alter. Ja, wir können nur gratulieren. In letzter Sekunde, Bombenleistung mit den Liegestützen, alles rausgehauen und somit 6 von 7 Punkten. Und somit hast du den Test bestanden. Ja Leute, das war's mit dem Video. Danke an dich, Lauro, dass du dich der Challenge gestellt hast. Hast das super gelöst. Und auf jeden Fall, Leute, schaut bei ihm vorbei. Der Link ist in der Beschreibung zu oberst zu finden, zu seinem YouTube-Channel und auch zu seinem Instagram. Unbedingt abchecken. Und dazu haben wir auch noch ein Gewinnspiel. Und zwar, wenn ihr auch selber trainieren wollt und etwas Gas geben wollt, haben wir noch einen Fallschirm für das Schnelligkeitstraining. Und alles, was ihr machen müsst, ist uns zu abonnieren und einen Kommentar zu droppen. Und dann ja, wählen wir einen Gewinner aus, der dann richtig Gas geben kann im Training. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ja, jetzt gibt's noch Schweizer Schokolade.